Meinungsbildung zum Digital Turn in der Studierendenschaft mit Aaron Hackenberg, Annalena Hebel und Katrin Thomas. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auf die gemeinsame Session. Und ich kann auch, ja, damit es direkt losgehen kann, an unsere Speakerin übergeben. Annalena, zurück zu dir. Ja, danke schön. Hallo auch von uns. Ich würde jetzt gerade mal kurz unsere Folien teilen. Schön. So. Genau, ja, wir begrüßen euch Sie recht herzlich zu unserem kleinen Talk. Wir haben das Ganze geplant als Erfahrungsaustausch. Wir drei, wir kommen von der TU Kaiserslautern aus dem AStA, dem Allgemeinen Studierendenausschuss. Da begleiten wir das Referat Studium und Lehre. Und wir haben uns an der Digital Changemaker Challenge dieses Jahr beteiligt. Ja, und da haben wir jetzt unser Projektvorhaben mitgebracht. Das haben wir schon teilweise durchgeführt. Wir haben ein bisschen festgehalten, was wir gemacht haben, mit welchem Hintergrund. Und ja, wollen diese Erfahrungen einfach mal mit euch allen teilen und dann gemeinsam vielleicht noch besprechen, wie es jetzt weitergehen kann, wie wir die Erkenntnisse auch anderen Studierendenschaften zugänglich machen können. So, dann gebe ich weiter an meine Kommilitonin. Genau. Hallo, auch von mir. Ich bin Katrin Thomas und zusammen mit Aaron und Annalena sind wir auf dem AStA-Referat für Studium und Lehre bei uns an der TU. Genau. Aaron und ich kommen beide aus der Informatik, Annalena aus den Sozialwissenschaften, sodass wir uns auch fachlich sehr für das Thema interessieren und ja, wir sind auch in vielen anderen Gremien der Universität und der Studierendenschaft aktiv. Es ist unser wichtigstes Anliegen, irgendwie die Meinung der Studierenden ja zu sammeln, ja, und auch da gemeinsam zu einem Konsens zu kommen, was wir denn wollen, und diese dann gegenüber anderen Personen zu vertreten. Genau. Annalena, gehst du gerade mal auf die nächste Folie? Ja. Ja, also zu unseren Aufgaben gehört es vor allen Dingen, ganz, ganz viel zu reden mit allen Personen, die so uns unter die Finger kommen, insbesondere halt andere Studierende, dort die verschiedenen Ansichten und Meinungen ja, zu sammeln, zu moderieren, zusammenzufassen auf verschiedenen Plattformen und daraus gemeinsame Ideen und Forderungen abzuleiten. Wir beschäftigen uns auch ganz viel mit der Metaebene, das heißt, wie kann man das am besten strukturieren, moderieren und wie kann man eine schöne Diskussionsstruktur etablieren. Genau, und unser Anliegen ist es einfach, bei einem hohen Durchlauf der Personen und immer wieder wechselnden Personen trotzdem eine qualifizierte Mitwirkung bei Entscheidungen der Hochschule zu bewerkstelligen. Genau. Und jetzt geht's an. Stellt Aaron Hackenberg nochmal unsere Ziele genauer vor. Ja, also dann auch nochmal von mir jetzt als letztes Hallo in die Runde. Freut mich, dass wir alle da sind. Genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen beleuchtet, was unsere Hintergründe sind. Und vielleicht ist mal konkret, um auf den Workshop, den wir jetzt hier vorstellen, zu sprechen zu kommen. Wir haben ja schon gesagt, dass Meinungsbildung, oder das ist ja auch das Thema des Vortrags heute, eigentlich ein sehr zentrales Thema für uns auch generell ist, vor allen Dingen in unserer Tätigkeit auch beim AStA. Und dementsprechend deckt sich das auch ein bisschen mit unseren Zielen von diesem Workshop ab. Also zum einen wollen wir Studierende zum Austausch anregen. Das ist für uns immer sehr wichtig, damit wir überhaupt erfahren, was ist denn so ein bisschen der Gedankengang bei den Studierenden. Wir wollen generell einfach mal die Erfahrung und die ganzen Ideen aus den verschiedenen Fachbereichen auch mit aufsammeln. Denn bei 12 verschiedenen Fachbereichen bei uns an der Uni jetzt zum Beispiel werden da verschiedene Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch digitale Lehre, ganz unterschiedlich umgesetzt. Und da immer jede Meinung zu hören, ist uns sehr wichtig. Außerdem ist natürlich dann irgendwie auch unser Auftrag, dass wir Studierende repräsentieren. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch Studierende und ihre Sichtweise vertreten. Bei uns jetzt intern an der Hochschule zum Beispiel gegenüber der Hochschulleitung oder entsprechenden Verwaltungsstellen oder den Lehrenden.
Warum machen wir das Ganze dann? Zum einen wollen wir generell eine sehr starke Diskussionskultur unter den Studierenden. Das heißt, wir wollen eigentlich einen ständigen Austausch mit unseren Studierenden, wollen immer im Kontakt bleiben, wollen immer vernetzt bleiben und dann möglichst viele Stimmen abbilden können. Wir wollen natürlich irgendwie, dass Studierende bei uns an der Uni auch gehört werden. Das heißt, Partizipation steht für uns eigentlich bei fast jedem Thema immer sehr hoch mit dabei, vor allen Dingen auch bei Lehre, dass da irgendwie studentische Meinung immer mit berücksichtigt wird. Wir wollen irgendwie deswegen auch Studierende, die jetzt nicht auf so einem Gremium sitzen oder irgendwo gewählt sind, die Möglichkeit geben, sich trotzdem in diesem Prozess zu integrieren und allen die Möglichkeit geben, ihre Gedanken mit einzubringen. Und eine so eine Long-Term-Vision von uns ist dann so ein bisschen, dass man das Ganze ein bisschen institutionalisiert, also dass man sowas regelmäßig anbietet, dass sowas einfach Form annimmt an der Uni, dass sich Studierende, dass Studierende immer wissen, okay, hier habe ich eine Möglichkeit, mich zum Thema zum Beispiel Studium und Lehre mit anderen Studierenden auszutauschen und an einem bestimmten Workshop-Thema mitzuarbeiten, um meine Interessen mit einzubringen. Ich würde kurz zu dem speziellen Fall bei uns an der Uni zu sprechen kommen, damit man vielleicht ein bisschen versteht, wie das bei uns mit der Meinungsbildung manchmal funktioniert. Wir haben nämlich ganz oben die Studierendenschaft. Das sind bei uns jetzt so 14.000 Studierende. Da kann es manchmal relativ schwer sein, die alle zu vertreten oder generell die Meinung dieser 14.000 Einzelpersonen herauszufinden. Da machen wir uns dann durchaus zunutze, dass es dann noch diese Unterstrukturen gibt. Also wir haben ja zur rechten Seite zum einen die Fachschaften, also diese einzelnen Untergruppen der Studierenden, die nach den Fachbereichen geordnet sind. Also jeder Fachbereich hat ja die Fachschaft, was alle Studierenden dieses Fachbereiches sind. Und dort gibt es dann den Fachschaftsrat, was ja nochmal diese Untergruppe an gewählten Studierenden eines Fachbereiches ist. Da ist es schon mal ein relativ guter Anlaufpunkt meistens, um Meinungen aus einem Fachbereich zu bekommen. Das heißt, da haben wir schon mal gewählte Personen, die sich irgendwie in ihrer Fachschaft vernetzen können, die irgendwie aus ihrem Fachbereich, aus ihren Studiengängen Leute kennen und sich mit denen austauschen können, die können wir dann oft schon mal gut ansprechen. Wir haben jetzt aber 12 verschiedene Fachschaften und die immer einzeln anzusprechen kann auch sehr anstrengend sein. Deswegen links vom Fachschaftsrat haben wir dann auch die Fachschaftskonferenz. Die wird auch von uns, also vom AStA, geleitet. Dort können wir dann quasi in einer Konferenz, die regelmäßig tagt, können wir alle Fachschaften ansprechen und dort versuchen, möglichst auf so einem kurzen Wege möglichst viele verschiedene Meinungen aus verschiedenen Feldern zu holen. Das ist eigentlich so das erstmal so der grobe Aufbau, wie man bei uns teilweise Meinungsbildung vorantreibt. Und wir haben versucht, das Ganze mit einem Workshop dann aber entsprechend mal ein bisschen offener zu gestalten und mehr Leuten auch die Möglichkeit zu geben, mich zu beteiligen. Und Annalena stellt jetzt, glaube ich, kurz das Verfahren vor. Genau, ja. Ich würde jetzt nochmal kurz skizzieren, wie wir dann das Glück hatten, zu so einem Workshop zu kommen. Und zwar haben wir versucht, das hier zeitlich mal ein bisschen zu erfassen. Der Aaron hat es jetzt eben schon ausgeführt, dass wir natürlich als Studierendenvertretung uns permanent Gedanken machen, was sind Anliegen unserer KommilitonInnen, wie können wir die vertreten, wie können wir die nach außen sichtbar machen, wie können wir uns da auch durchsetzen an der eigenen Hochschule. Das heißt, das sehen wir jetzt hier links in diesem Balken, dass wir eben da einen großen Bedarf gesehen haben, Thema Digitalisierung in Studium und Lehre. Ja, wir müssen uns da einmischen, wir brauchen dabei auch wirklich Rückmeldung von unseren KommilitonInnen. Und dann ist es so, dass das Hochschulforum Digitalisierung eine Arbeitsgruppe hat, eine studentische, die Digital Changemaker. Da war ich jetzt in dieser Periode nicht mal Mitglied. Da haben wir dann mitbekommen, dass es die Digital Changemaker Challenge gab. Da wurde dann ein Projekt ausgeschrieben, dass man sich beteiligen kann mit einer eigenen Challenge vor Ort an der eigenen Hochschule. Wir haben einen Antrag geschrieben, dass wir eben einen Workshop zur Meinungsbildung machen wollen. Das haben wir dann auch genehmigt bekommen und wir haben als Grundlage für diesen Workshop uns am Thesenpapier der Digital Changemaker zum Digital Return bedient. Wir sind davor schon darauf aufmerksam geworden, auf dieses Thesenpapier. Es fasst nämlich sehr gut zusammen, womit sich Studierende und Studierendenvertretungen bisher schon beschäftigt haben in diesem Bereich. Wir haben uns nämlich gedacht, wir haben schon viele Themen zu bedienen als Studierendenschaft. Wir kommen oftmals auch gar nicht hinterher. Es ist ja immer wieder was Kurzfristiges, was irgendwie bedient werden muss. Wir haben auch viele verschiedene Felder, Prüfungsberatung und sowas. Das fällt auch alles in unseren Bereich. Da fällt schon viel an einer Uni. Ja, das heißt, wenn wir jetzt bei Null hätten anfangen müssen, das
sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Das hätten wir so, glaube ich, auch gar nicht stemmen können. Und dieses Papier, das haben andere Studierende geschrieben, die eben davor in dieser Arbeitsgruppe vom Hochschulforum sind. Die haben sich damit beschäftigt. Die haben zusammengetragen, welche groben Themenfelder gibt es denn so in diesem Bereich, die für Studierende und jetzt explizit auch Studierendenvertretungen interessant sein könnten. Die haben wir uns dann angeschaut, haben wir diskutiert, ob wir das auch so sehen, ob wir ein bisschen was hinzufügen wollen und haben dann letztendlich uns ein paar ausgewählt, die wir uns jetzt erstmal anschauen wollen. Das ist dann natürlich nur ein Ausschnitt. Es ist klar, dass wir da jetzt auch nicht alles abdecken können, aber wir mussten ja auch einfach irgendwo mal anfangen, mit unseren Leuten in die Diskussion zu kommen. Insofern glauben wir eigentlich, dass das ein ganz gewinnbringender Ansatz war, den wir da gewählt haben. Das würden wir als positiv resümieren, dass wir an was andocken konnten, was eben andere Arbeitsgruppen, andere Studierende davor schon gemacht haben. Das ist ja, glaube ich, schon sehr oft so in dem Bereich. Jetzt hier auch das ganze University Future, Innovation, das sind alles Begriffe, die schwirren hier überall rum. Da haben wir alle was mit zu tun, finden wir alle toll. Was Innovation wirklich ist, ist vielleicht auch nochmal eine andere Frage. In unserem Fall können wir jetzt vielleicht sagen, das war relativ innovativ, nicht alles allein und nicht alles neu machen zu wollen. Vielleicht auch keine wirklich neue Idee, aber es hat schon geholfen, mal den Blick zu weiten von der eigenen Hochschule, von der eigenen Studierendenschaft, was wir normalerweise rangieren Studierendenschaften ja nicht mit irgendwelchen großen Projekten. Wir schauen mal, was gibt es da, auch extern, wo können wir uns da Hilfe holen und wo hat da jemand eigentlich davor schon was gemacht, was uns was hilft. Ja, also dieses Papier ist auch auf den Seiten des Hochschulforums Digitalisierung zu finden. Das sind wir dann eben genau durchgegangen. Wir haben Diskussionsfragen davon abgeleitet, die wir dann mit unseren Kommilitoninnen konkret besprochen haben in diesem Workshop. Auf den kommen wir gleich auch noch ein bisschen genauer zu sprechen. Und das, was konkret entstanden ist, das zeigen wir euch Ihnen natürlich auch noch, ist ein Graphic Recording. Wir haben dann eben durch diese Changemaker Challenge eine Finanzierung bekommen und konnten davon einen lokalen Graphic Recorder bezahlen, der uns ein richtig cooles Plakat designt hat, auf dem eben unsere Diskussion in der Studierendenschaft ein bisschen festgehalten ist mit dem Thema. Das ist eine relativ ansprechende Dokumentation von so einem Workshop. Wir können das jetzt für uns ganz gut nutzen, um ja die Perspektiven von Studierenden da ein bisschen sichtbar zu machen und auch als Diskussionsgrundlage jetzt für weitere Veranstaltungen. Wir haben nämlich natürlich schon vor, dass es jetzt nicht damit endet. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nur der erste Anschub. Einmal so einen Workshop gemacht. Wir haben ein bisschen Schwung da reingebracht, dass sich Kommilitoninnen, die sich vielleicht davor noch nicht so damit beschäftigt haben, wie kann ich konkret mich jetzt einbringen, dass sich Studium und Lehre weiterentwickeln, dass sie da jetzt mal ein bisschen Lust bekommen haben und dann vielleicht das einfach auch mitnehmen, dieses Plakat in ihre Fachschaft oder an andere Uni und es eine Grundlage gibt, weil wir haben schon die Erfahrung gemacht davor in der Studierendenschaft, die Amtszeiten, das ist ja alles ein bisschen kurzlebiger wie in anderen Statusgruppen, wir fangen halt schon oft wieder von Null an und das muss ja vielleicht nicht sein, wir haben da jetzt Hilfe bekommen über das Hochschulforum. Wir haben uns gedacht, andere können jetzt vielleicht auch von unserem Konzept profitieren. Wir wollen das für uns selber weiter nutzen, um uns an der eigenen Hochschule einzubringen. Die TU Kaiserslautern ist im Moment dabei, ein Digitalisierungskonzept zu erstellen und wir sind auch eingeladen worden, von der Uni uns da jetzt einzubringen. Das hat uns da sicherlich auch geholfen, dass wir davor zeigen konnten, hier, wir tun auch schon viel, wir arbeiten auch konstruktiv mit, wir haben die Meinung von Kommilitoninnen eingeholt, bezieht uns doch ein, fragt uns dazu, das ist ja genau das, was wir wollen. Das heißt, an der eigenen Uni nach wie vor den Diskurs aufrechterhalten, das ist ja auch permanent Arbeit. Und an anderen Studierendenschaften, wir wissen, dass es auch schon Studierendenschaften gibt, die sich damit schon viel beschäftigt haben, auch über das Hochschulforum sind wir da mit dem Aster der Uni Göttingen in Kontakt gekommen, die uns dann auch Material von sich zur Verfügung gestellt haben. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht die Regel unter Studierendenschaften, dass da der Austausch wirklich so gut funktioniert. Und unser Ziel jetzt, das ist jetzt der Schritt, bei dem wir noch dabei sind, ist, dass wir unser Vorgehen hier ein bisschen auf eine konzeptionelle Ebene bringen wollen. Das heißt, wie sind wir wirklich vorgegangen, how to für diesen Workshop? Man muss ja immer da schon viel reden, um die Prozesse zu erklären, um das anderen in einem Paket so übergeben zu können, dass die vielleicht bei sich ein bisschen unkomplizierter auch so einen Workshop anbieten können. Genau, und dann würde ich jetzt auch mal auf den Workshop ein bisschen konkreter zu sprechen kommen. Ja. Genau, vielleicht erstmal ganz grob das Workshop-Format. Ich habe es schon erwähnt, vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben jetzt eben schon mal so ein paar Bildchen hier auf den Folien gesehen. Das sind auch wirklich Ergebnisse von dem Workshop, von dem Live-Graphic-Recording, das wir da dabei hatten.
Genau, und wir haben eben Kategorien gebildet, auf die kommen wir gleich auch noch ein bisschen konkreter zu sprechen, anhand von diesem Thesenpapier. Und wir hatten so um die 20 Teilnehmende von Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche, auch unterschiedliche Semesterlage, das war sehr interessant. Hatten dann auch Studierende aus Vertretungspositionen, die das Ganze moderiert haben. Das war ein ziemlich anspruchsvoller Job, wie wir dann während dem Workshop festgestellt haben. Genau, ich würde mal ganz kurz, ich habe gesehen, dass es eine Frage im Chat gibt. Okay, das können wir vielleicht danach dann auch klären. Würde ich gerade hier mit dem Format noch weitermachen, dann können wir uns vielleicht mal eine kurze Pause nehmen und in die Fragen schauen oder vielleicht könnt ihr parallel kurz gucken, ob es da was gibt. Genau, und dann nochmal zur Workshop-Konzeption ein bisschen genauer. Die Themen, die wir aus diesem Papier rausgezogen haben, das waren die Themen Beteiligung, Zugänglichkeit, digital gestützt Lernen und Lehren und die Lehre der Zukunft. Wir haben ziemlich viel, wir drei auch noch mit anderen Studierenden kommunizieren müssen. Wir hatten mit der Digital Changemaker Challenge Austauschtreffen, wo wir nochmal Input aus anderen Studierendenschaften bekommen haben. Die Diskussionsfragen, jetzt in der zweiten Zeile, die wir daraus erarbeitet haben, das jetzt leider nicht animiert hier, weil das ein PDF ist, ich würde euch Ihnen das dann einfach gerade kurz ein bisschen vorlesen, haben wir uns überlegt zur Beteiligung, da haben wir eben dieses Thesenpapier von unseren Kommilitoninnen gelesen und um die Diskussion dann auf dem Workshop ein bisschen in Gang zu bringen, wir konnten ja davor jetzt nicht wissen, wie reagieren die da drauf, ich kann aber schon vorwegnehmen, die Diskussion lief sehr rege, haben wir dann Fragen gestellt, einfach wie, was verstehst du unter Partizipation in der Lehre? Wie kann man Beteiligung in Live-Vorlesungen und Online-Vorlesungsvideos erreichen? Wie funktioniert Beteiligung in der digitalen Lehre? Wie kann man den Dialog zwischen Studierenden und Lehrenden fördern? Also es waren jetzt so beispielhafte Fragen, die wir da gestellt und vorbereitet haben. Wir haben auch gar nicht alle stellen müssen oder sind gar nicht dazu gekommen, alle zu stellen, weil wir schon relativ schnell viel Input von unseren Kommilitoninnen bekommen haben. Genau, also im Bereich Zugänglichkeit, da haben wir unter anderem gefragt, welche Materialien sollten in der digitalen Lehre zur Verfügung stehen und wann sind für euch Lehrmaterialien gut zugänglich? Also wir wollten da auf ja, das Format vielleicht raus, aber auch Plattformen war bei uns ein sehr großes Thema. Da haben wir auch viel Input zu bekommen, ein paar Fragen gestellt. Dann beim digitalen Lernen haben wir gefragt, wie das so unterstützt werden kann, das gemeinsame Lernen, auch das individuelle Lernen. Auch nochmal, welche Tools und Plattformen so bisher in der Erfahrung als hilfreich bewertet werden. Im Bereich digital Lehren haben wir gefragt, welche Methoden als förderlich erlebt werden, wie der eigene Lernprozess gut unterstützt werden kann, was unsere Kommilitoninnen so über asynchrone Lehre, Flipped Classroom, was sie da so für Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch welches Wissen da besteht. Haben wir natürlich jetzt auch gemerkt, wir haben viele Begriffe auch aufgeworfen bei dem Workshop, wo wir im Nachhinein gesagt haben, müssen wir vielleicht auch nochmal bei ein paar Sachen eine Stufe zurückgehen, vielleicht auch einen Qualifizierungsworkshop machen für Studierende. Ich meine, das sind ja schon alles auch fachliche Begriffe und Dimensionen, da kennen wir uns natürlich auch nicht mit allem perfekt aus. Gut, man muss ja immer irgendwo anfangen. Wir haben auch zu Prüfungen in dem Bereich, fällt mir gerade noch ein, Fragen gestellt, Datenschutz war auch ein Thema, das wir allerdings etwas ausgeklammert haben. Und dann die Lehre der Zukunft, das hat uns auch gefreut. Da waren wir im Vorfeld auch mit der eigenen Uni viel in Austausch. Die haben auch dann gesagt, cool, dass ihr so einen Workshop macht. Würde uns freuen, wenn ihr noch die Frage stellt, was sich Studierende jetzt vorstellen. Wie soll es weitergehen nach den Corona-Semestern? Vor allen Dingen, was nehmen wir mit? Und es ist ja schon auffallend viel Material im digitalen Bereich entstanden. Wie können wir das jetzt mitnehmen? Wie kann das hilfreich zur Verfügung gestellt werden in den nächsten Semestern? Das ist die Frage, haben wir dann natürlich auch gern mitgenommen. So, dann habe ich zu dem Bereich noch eine letzte Folie. Das jetzt müssen wir nicht alles im Detail durchgehen. Einfach mal einen Auszug aus unserem Programm. Wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir das ja, zeitlich aufziehen. Wir haben einen Ein-Tages-Workshop gemacht, der war online über die BigBlueButton-Instanz des Landes Rheinland-Pfalz. Wir haben parallel mit einem Mural gearbeitet zur Dokumentation des Workshops. Wir haben bei dem Workshop, wir haben zuerst so Ziele, Hintergründe von uns, von Changemakern und dem Thesenpapier. Und dann, wie gesagt, wir hatten ja einen lokalen Graphic Recorder dabei, das war ziemlich cool.
Das konnten wir dann auch ja wirklich nur so über diese Projektfinanzierung vom Hochschulforum machen. Der war mit 2 Kameras dabei, hat dann sich frontal gefilmt und seinen Arbeitsplatz. Das heißt, wir haben wirklich dann auch im Digitalen gesehen, wie der zu dem, was unsere Kommilitoninnen gesagt haben, live das mitgezeichnet hat. Wir haben eine Vorstellungsrunde der Teilnehmenden gemacht. Da hat man auch direkt gemerkt, die haben eigentlich alle einen Bezug zum Thema. Es war natürlich, wie zu erwarten, die Gruppe der Hardcore-Hochschulpolitik-FanatikerInnen dabei, die eigentlich immer bei solchen Themen dabei sind und viel zu sagen haben. Es waren aber auch viele dann aus den jüngeren Semestern, die jetzt halt ja am eigenen Leib da viele Erfahrungen machen durften und mussten, die dann auch gerne mit uns darüber reden wollten. Und wir haben diese Schwerpunkte dann Stück für Stück abgearbeitet mit den Diskussionsfragen, den Input von unseren KommilitonInnen aufgenommen. Ja, am Ende nochmal ein bisschen reflektiert, wie es jetzt weitergehen kann, was vielleicht auch so die Erwartungen an uns als gewählte Vertretung sind, wie wir das jetzt weiter vertreten. Genau, und dann würde ich jetzt auch wieder abgeben. Ich glaube, der Aaron stellt jetzt nochmal ein bisschen genauer vor, wie wir dann in den einzelnen Bereichen vorgegangen sind und was da auch so konkret bei rausgekommen ist. Ne? Genau. So, ich habe auch gesehen, dass da wieder eine Frage zu kam, die würde ich dann auch später noch beantworten. Da kommt dann noch eine Folie zu. Erstmal jetzt nochmal zur Workshop-Durchführung. Hier geht es jetzt auch so ein bisschen schon um eine kleine Reflexion. Was haben wir so gemacht? Was ging gut? Was ging vielleicht nicht so gut? Worauf muss man achten? Hier geht es ja natürlich besonders um den Austausch mit Studierenden, was muss man da vielleicht berücksichtigen. Wir haben uns zusammen zu Beginn erstmal nochmal alle kurz vorgestellt, auch die einzelnen Personen. Ich habe ja schon erwähnt, 12 verschiedene Fachbereiche, da sind die Hintergründe durchaus sehr unterschiedlich. Wir haben entsprechend auch darauf geachtet, dass wir, oder wir haben versucht, möglichst viele Fachbereiche mit ins Boot zu holen. Das ist gerade ein bisschen gesprungen, die Folie. Moment, so. Und deswegen sollte ich einfach alle mal vorstellen, damit wir so ein bisschen wissen, auf welchem Level sind wir hier, wie viele haben wir jetzt dabei. Da ist halt wie vielen Semestern studieren die Studierenden auch teilweise. Da hatten wir, glaube ich, von 2. Semester bis 8. oder sowas, also irgendwo Master. Und genau, das haben wir uns erstmal am Anfang dann gefragt. Wir haben es jetzt am Ende mit 20 Teilnehmern gemacht. Das ist für den Workshop eine sehr gute Größe gewesen. Da konnten sich alle aktiv beteiligen. Man konnte eine offene Diskussion sehr gut gestalten, ohne dass man groß viel Aufwand hat. Wir hatten zwar eine Moderation, aber man musste jetzt nicht irgendwie wie bei 50 oder 100 Teilnehmenden groß Rednerlisten führen mit irgendwelchen Zahlen oder ähnliches. Das ging eigentlich sehr gut. Ist natürlich immer so diese Abwägung zwischen, man braucht dann natürlich auch Personen, die es irgendwie schaffen, die Meinung der restlichen Studierenden möglichst gut abzubilden. Genau. Wir haben ja schon dieses Mural angesprochen, also wir hatten so eine Pinnwand, wo dann einfach alle Beteiligten, wenn sie irgendeinen Punkt hatten, den konnten sie kurz vortragen und dann konnten sie einfach so eine Notiz an so eine Pinnwand schreiben. Das zeigen wir auch gleich nochmal. Das hat natürlich zum einen dafür geführt, dass erstmal Leute schön ihre eigenen Punkte immer ausformulieren konnten und dann an das Board ranschreiben konnten. Das hat es aber auch ein bisschen unübersichtlich zum Teil gemacht. Wir hatten ja, wie gesagt, schon eine Moderation, die dann diese Punkte zum Teil durchgegangen ist. Wir hatten auch eine Position, den Gärtner oder die Gärtnerin, einfach eine Person, die diese Zettel, die dann da entstehen, rumschiebt, damit die auch sich irgendwie thematisch gruppieren können oder dann abgearbeitet werden kann. Was haben wir jetzt schon besprochen, was nicht? Das wurde dann teilweise auch sehr schwer. Dann hat man schnell mal die Übersicht verloren, welche Zettel haben wir jetzt schon abgearbeitet oder welche Punkte müssen wir jetzt noch diskutieren. Dann haben wir teilweise Bereiche erstellt, hier kommen jetzt alle neuen Zettel rein, haben wir gesagt. Und das ging dann wieder ein bisschen besser, aber da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Das kann dann ein bisschen undurchsichtig werden, auch bei schon 20 Teilnehmenden. Annalena hat auch schon angesprochen, dass teilweise Themen eingebracht wurden, die wollten wir gar nicht wirklich ansprechen, sonst wäre das ganze Paket ein bisschen, hätte das ganze Paket ein bisschen gesprengt. Deswegen hatten wir noch einen Parkplatz. Da haben wir dann Beiträge hingelagert, wo wir gesagt haben, das passt jetzt nicht die ganze Diskussion, ist aber ein wichtiges Thema. Das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Zukunft. Wir wollen es aber jetzt hier nicht weiter ausführen. Dann kann man darauf aber immer im Nachhinein nochmal zurückgreifen. Dann haben wir zum Beispiel festgestellt, Thema Datenschutz ist ein recht wichtiges Thema für unsere Studierenden, aber da ist auch das Level an Informationen nicht ganz gleich von Person zu Person. Vielleicht könnte man da mal ja dann ein Seminar oder sowas anbieten, um Leute da fortzubilden. Das sind dann so Sachen, die sich dann daraus
herausbilden. Mal so ein paar konkrete einzelne Themen oder einzelne Ergebnisse, die wir dann so mitgenommen haben aus dem Workshop. Das sind jetzt diese Zettel, die die Personen dann jeweils erstellen konnten. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber so ein paar zentrale Dinge, die wir dann vielleicht mal erfahren konnten, ist, dass generell zum Beispiel beim digitalen Lernen Zusammenarbeit sehr geschätzt wird, dass entsprechend auch Software oder Tools genutzt werden, die halt das Zusammenarbeiten ermöglichen, wo man also gemeinsam parallel an Dokumenten zum Beispiel arbeiten kann, dass es dafür aber auch Begegnungsräume geben muss, um Personen erstmal zu treffen oder kennenzulernen. Und das heißt, sowohl digitale Begegnungsräume, wo man also die Möglichkeit hat, andere Personen im digitalen Raum zu treffen, als aber auch Begegnungsräume in Präsenz, wo man aber die Möglichkeit hat, digital an Sachen teilzunehmen. Andere interessante Dinge zum Beispiel war noch, dass Vorlesungsvideos kamen jetzt vermehrt zum Beispiel auch auf während der Corona-Phase und dass zum Beispiel Vorlesungsvideos, die eher eine Länge von 20 Minuten, vielleicht wie so eine Serienzeitlänge so ungefähr betragen, dass die oft mehr geschätzt wurden als so 1,5 Stunden Videos, einfach weil es angenehmer war, auch da mehrere Videos in der Reihe zu gucken. Also sozusagen ein 1,5 Stunden Video in 20 Minuten Videos zu staffeln und thematisch zu untergliedern. Und wir haben natürlich auch das Thema angesprochen, wie sieht denn jetzt die Lehre der Zukunft für uns aus oder was stellen wir uns vor, was würden wir uns wünschen? Da kam generell durchaus, da schwang durchaus so die Meinung mit Hybridlehre, also irgendwie eine Mischung aus beiden. Es wäre schön, wenn man wählen kann. Das Asynchrone wurde sehr geschätzt, dass man die Möglichkeit oder die Freiheit hat, mehr zu wählen und einfach sich selber den Tagesablauf besser aufzustellen. Dass es irgendwie so in die Richtung Kombination aus Präsenz und digital geht. So, hier ist jetzt einmal das Ergebnis. Wir haben es auch auf unserer Website, da haben wir jetzt ein bisschen anderes Format. Da wollen wir auch nochmal die einzelnen Gebiete, die man hier sieht, speziell fokussieren. Also wir haben diese 5 Bereiche uns vorgenommen. Beteiligung, Zugänglichkeit, digital Lernen, digital Lehren, wobei man hier vom digital gestützten Lehren und Lernen reden müsste, sowie die Lehre der Zukunft. Wir haben uns an diesen einzelnen Themen langgehangelt, haben, wie Annalena schon vorgestellt hat, einzelne Fragen dazu gestellt, damit wir so einen Diskussionsansatz hatten. Und dann konnten wir uns eigentlich mit einzelnen Teilen dieser Gebiete, Beteiligung, also jetzt zum Beispiel Partizipation in der Lehre, aber auch außerhalb in anderen Strukturen oder Zugänglichkeit, welche Material oder wie sollten Materialien zur Verfügung gestellt werden, welche Plattformen lohnen sich da am besten, worauf muss man da achten. Da haben wir uns dann haben wir das alles zusammengetragen. Das sah dann irgendwann sehr durcheinander aus. Das heißt, das musste nochmal ordentlich nachbereitet werden von uns. Dann haben wir alles thematisch sortiert und könnten das jetzt so als Plakat quasi drucken. So, was haben wir denn damit gemacht? Also wir haben ja jetzt dieses Graphic Recording zum Beispiel. Das konnten wir dann ganz gut weiterleiten an andere Personen. Dadurch hatten wir dann eine Grundlage, um uns mit anderen Personen an der Universität erstmal, also mit anderen Akteuren und AkteurInnen auszutauschen. Wir haben uns mit der Hochschulleitung getroffen, mit Verwaltungsinstanzen bei uns, die sich mit Digital Teaching oder ähnlichen Themen befassen. Wir konnten uns mit an einer Summer School an unserer Universität beteiligen, die einmal jährlich stattfindet, wo wir einen Vortrag gehalten haben. Und generell haben wir somit schon eine sehr starke Diskussion angeregt bei uns in der Uni, wo wir uns auch stark beteiligt haben dann an Gesprächen rund um digitale Lehre. So, dann haben wir auch noch den Punkt, was kommt noch? Und das wollte Katrin, glaube ich, machen. Genau. Ja, jetzt wir haben natürlich noch mehr vor mit den Ergebnissen, die wir erarbeitet haben. Ein bisschen was haben wir schon erreicht, aber und das ist ganz zentral, natürlich soll der Austausch mit der Studierendenschaft, sowohl mit unserer eigenen als auch mit anderen Studierendenschaften natürlich immer weiterlaufen. Und wir wollen uns auch noch weiter mit mehr ExpertInnen für das Thema vernetzen, sodass wir unsere Konzepte vorstellen können und unsere Ergebnisse aber auch gerne noch weiter lernen. Es wurde auch schon erwähnt, unsere Universität arbeitet zurzeit an einem Digitalisierungskonzept. Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Sichtweise der Studierenden jetzt besser einbringen können und hier auch wirklich entsprechend auf die Perspektive eingehen können.
Wir planen auch noch gemeinsame Veranstaltungen, sodass wir hier auch noch einen statusgruppenübergreifenden Austausch organisieren können. Dafür gibt es verschiedene Formate und wir freuen uns schon darauf, dass wir da welche durchführen können, verschiedene Workshops etc. Und natürlich wollen wir auch anderen Studierendenschaften das Leben etwas einfacher machen und nochmal genauer ausformulieren, wie man denn so einen Workshop durchführen könnte, wie man die Meinungsbildung besser betreiben kann und wollen dafür ein How-to erstellen, sodass andere Studierendenschaften auch besser Ergebnisse sammeln können. So, das war unser Vortrag. Wir sind auf die Minute fertig geworden. Genau. Und ich würde vielleicht ganz kurz, wenn jetzt niemand schreit, dass wir keine Zeit mehr haben, wenn ich es hinkriege, noch schnell mal kurz meinen Bildschirm teilen und weil wir das an der einen Stelle nicht gemacht hatten, in das Mural noch mal einen Blick werfen, falls wir die Zeit noch haben, Jasmin. Okay. Noch ganz kurz, sehr gerne. Share ich schon. Ah, okay, und jetzt müsstet ihr das sehen, oder? Genau, dann würde ich einfach mal kurz ganz beispielhaft, also das ist das besagte Mural, mit dem wir gearbeitet haben, das haben wir angelegt bekommen von dem Graphic Recorder. Wir haben davor diese Bereiche eben festgelegt, dass wir über die jetzt sprechen, weil wir nur eine begrenzte Zeit hatten. Wir haben dann mit diesen Post-its gearbeitet. Wir haben Kommilitoninnen von uns dann, da hätten wir uns noch ein bisschen besser koordinieren müssen, da einfach reingepflanzt. Zum Teil haben wir diskutiert, welche da rein sollen. Haben wir auch natürlich Vor- und Nachteile mitgenommen. Jetzt mal beispielhaft hier beim digital gestützten Lehren haben wir zum Beispiel über Klausuren gesprochen. Wird über Klausureinsichtnahme gesprochen, das ist natürlich bei Studierendenvertretung ein großes Thema. Wir haben aber auch über digitale Kompetenzen für digitale Prüfungen gesprochen. Es wird auch viel gelobt über die neuen Möglichkeiten der digitalen Lehre, positive Beispiele genannt, die halt Studierende erlebt haben in den letzten Semestern, wie digitale Exkursionen. Es gab Anregungen für die Lehre der Zukunft. Viele Kommilitoninnen haben gesagt, das war ein großes Thema bei uns, das Wahlhybrid, dass wir uns da ein selbstbestimmteres Studieren wünschen, dass wir vielleicht zwischen Formaten wählen wollen, dass verschiedene Lerntypen berücksichtigt werden müssen. Und so könnte ich jetzt natürlich als weitermachen. Vielleicht ist das PDF in der Library ja abrufbar. Wenn nicht, können wir das vielleicht auf anderem Weg auch nochmal. Ich habe es gerade hochgeladen. Also in der Content Library ist jetzt auch die PDF von unserem Plakat. Kann man jetzt runterladen da. Da kann man dann ja auch schärfer sich das anschauen und wir haben auch nochmal unseren Kontakt in den Chat gestellt. Es sind jetzt natürlich viele Aspekte, die wir nicht so beleuchten können. Wir freuen uns dabei sehr, wenn Leute vielleicht an einzelnen Aspekten noch Interesse haben oder vielleicht auch zum Vorgehen noch Anmerkungen oder Fragen haben. Und wie die Katrin schon gesagt hat, unser nächstes To-Do ist ja, wir wollen jetzt ein How-To erstellen und sind uns noch unschlüssig, ob das jetzt ein Bericht oder vielleicht auch ein Erklärvideo wird, weil wir schon gemerkt haben, wir können viel reden über das Thema, weil wir wollen ja auch, dass bei anderen was ankommt, was sie mitnehmen können von uns. Das heißt, wenn wir sie da noch Anregungen haben, nehmen wir die sehr gerne jetzt oder auch später entgegen. Und dann wäre ich auch fertig jetzt. Danke, Annalena. Danke, Aaron. Und natürlich auch Katrin. Vielen, vielen Dank für euren Vortrag, die Einblicke und ja, die Möglichkeit eben auch anderen zu ermöglichen von euren Learnings. Zu lernen und da auch in den Austausch zu kommen. Ich glaube, ihr seid ja auch im Festival noch weiter mit dabei. Das heißt, Interessierte können euch auch über den Chat ansprechen und auch über das Festival hinaus im Austausch bleiben. Das sollte ja heute so eine Art Kick-off dafür vielleicht auch sein. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte und ja, in diesem Sinne nochmal ganz herzliches Dankeschön an euch und auch an alle Interessierten, die bis jetzt auch noch mit dabei geblieben sind. Ihnen und euch einen weiteren, ja, schönen, inspirierenden Tag am Tag 2 des University Future Festivals.